Tu, was du willst, soll sein das Ganze des Gesetzes. Grüß dich, Aaron. Wie geht's Grüß dir? dich, Janusz. Mir geht es gut. Wunderschönes Wetter heute. Endlich mal ein bisschen kühler. Ich habe da schon leichte Aggression verspürt, immer in dieser Schwüle draußen zu arbeiten dann. Und ja, bin darüber doch etwas glücklicher jetzt, dass es mal kühler wird, auch wenn wir dann bald vielleicht frieren müssen für oder gegen Putin in dem Sinne, ne? Aber wir wollen ja jetzt nicht gleich politisch werden. Du, bevor wir anfangen, ich habe da mal eine Frage an dich. Und zwar, ich habe mich immer gefragt, ob das eigentlich ein Fluch ist, aber dann habe ich mich natürlich wiederum gefragt, ob das überhaupt sowas oder wie eigentlich Flüche funktionieren. Wobei ich das jetzt meiner Mutter nicht unterstellen will, dass sie mich da verflucht hatte. Aber ich hatte folgendes Erlebnis mal gehabt. War vor ein paar Jahren. Ich hatte nasse Haare, es war kalt draußen und ich wollte rausgehen, kurz was erledigen. Und meine Mutter hat mich halt mit meinen nassen Haaren gesehen, hat dann gemeint, ich sollte ja irgendwas über meinen Kopf ziehen, damit halt, ne, ich nicht krank werde. Und ich so, bitte erzähl mir nichts, ne? Ich bin alt genug, habe meine Erfahrungen und sowas passiert mir einfach dann nicht. Ja, und tatsächlich war ich am nächsten Tag krank. Na, und ich war darüber höchst erstaunt, weil ich gedacht habe, es kann nicht sein. Ne? Ich habe Erfahrungen, wo ich nass draußen war, im kältesten Winter und habe keine Erkältung bekommen, aber da hat das funktioniert. Ne? Und dann hatte ich mich echt lange, lange gefragt, wie das überhaupt sein kann. Andererseits kann das natürlich sein durch die Konditionierung. Ne? Du bist ja mit deiner Mutter aufgewachsen, sie hat dich erzogen und dementsprechend könnte das dann schon gewirkt haben. Aber andererseits habe ich mir auch gedacht, irgendwie nicht, weil ich halt ja Gegenteiliges schon erlebt habe. Und ich musste dann an Flüche denken. Und wie gesagt, ich will meine Mutter jetzt nicht unterstellen, dass sie mich jetzt da verflucht hat, ne? Aber vielleicht war sie irgendwie ein bisschen schlecht unterwegs, schlecht drauf. So genau kann ich mich jetzt nicht mehr an die Situation erinnern, ob das wirklich so war. Und hat vielleicht so was wie eine Art schlechte Energie mir mit diesem Spruch rübergeschickt. Und dann fragt man sich halt, wie funktionieren eigentlich Flüche? Ne? Da wird ja alles Mögliche gemacht, also Altar und schwarze Kerzen und ja, Fluch hier, Fluch da und irgendwelche Puppen werden vielleicht noch gepiekst von der Stechnadel. Hast du da irgendwie Erfahrung? Also, das, was du jetzt zuletzt genannt hast, damit habe ich keine Erfahrung. Ich habe noch keine Fluchrituale verübt oder wie man das nennen soll. Aber die Geschichte mit deiner Mutter, das ist natürlich schon irgendwie, ja, man kann es schon als eine Art von Fluch bezeichnen. Also, es ist halt eine Suggestion quasi. Und wie du gesagt hast, durch die Prägung, die Mutter ist halt besonders stark prägend in deinem Leben gewesen. Hätte jetzt irgendein anderer, die du nicht so gut kennst, dir so einen Rat gegeben, hätte es vielleicht nicht die Wirkung gehabt. Aber dadurch, dass es von deiner Mutter kam, kann schon sein, dass es in deinem Unterbewussten irgendwie wirksamer war. Und in dem Sinne, ja, kann man als eine leichte Form von Verfluchung sehen. Natürlich unbeabsichtigt. Also, aber ein Grund mehr, besonders darauf zu achten, wie man sich ausdrückt, wie man Leuten Ratschläge gibt. Zum Beispiel vielleicht immer besser, das positiv zu formulieren. Zum Beispiel, setz dir doch eine Mütze auf, dann bleibst du gesund. Dann wäre es vielleicht nicht passiert. Aber dadurch, dass es umgekehrt formuliert war und das Unterbewusstsein kann dieses nicht so gut verarbeiten. Es hört dann nur krank werden und dann macht es das. Dann macht es dich halt krank. In dem Sinne. Das erinnert mich auch ein bisschen an die Helikoptereltern. Ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst. Das sind ja für die, die es nicht kennen, das sind Eltern, die ihrem Kind eigentlich nichts zutrauen und ständig sagen, pass auf, sonst verletzt du dich, pass auf, sonst fliegst du runter, pass auf, sonst machst du es kaputt. Und damit wird halt auch das Kind konditioniert, dass es eigentlich nichts kann und dementsprechend halt auch runterfliegt oder etwas kaputt macht. Und das ist natürlich sehr, sehr tragisch. Bei Crowley ist es ja, der hat ja einen Text geschrieben, die Erziehung des Kindes oder der Kinder. Und da ist es vollkommen anders. Ne? Also der sagt, komm, lass sie machen. Ne? Man darf auf gar keinen Fall einen Einfluss auf sie ausüben. Und ja, das kann man dann später, wenn dann fremde Personen kennenlernst oder ja, doch kennenlernst und dementsprechend so konditioniert wurdest, da könnten dann Flüche dementsprechend auch sehr gut helfen. Auch wie du sagtest, ne, wie begegne ich einem anderen Menschen? Ne, bin ich freundlich
freundlich, bin ich höflich, jetzt nicht, weil du eine Ratte bist und so tust, als ob, sondern weil du es halt auch wirklich bist, weil ja gerade die Energie, das, was man sagt und die Energie oder die Gefühle, die da mitschwingen, die wirken natürlich auch auf, ich sage jetzt mal, die Aura des anderen ein. Ja. Da stimme ich dir zu. Also auf jeden Fall war das für mich sehr lehrreich und ich hatte halt durch die Überlegungen mir dann halt auch gedacht, okay, du solltest dann halt auch schauen, wie du zu anderen redest, was du zu den anderen sagst und vor allem, wie du ihn siehst. Ne? Ist das jetzt für mich ein böser Mensch oder ist das ein guter Mensch? Und es gibt ja bei mir so einen Spruch. Ich meinte, den habe ich aus der Telema Society damals mitgenommen. Der Mensch ist gut, aber die Handlungen können böse sein. Und ich finde diese Definition eigentlich am besten. So gehe ich halt auch auf andere Menschen zu. Ne? Er ist prinzipiell immer gut. Ne? Sure. Ja. Also heute haben wir einen neuen Vers. Und zwar haben wir den Vers Hadith 41. Nuit. Nuit 41. Ich war jetzt ganz kurz woanders. Ich war jetzt bei mir, also bei Hadith. Gut, okay, Nuit 41. Ich lese das mal kurz vor. Das Wort der Sünde ist Beschränkung. O Mann, weise dein Weib nicht zurück, wenn sie will. O Geliebter, wenn du willst, gehe fort. Es gibt kein anderes Band, das die Getrennten vereinen kann, außer der Liebe. Alles andere ist ein Fluch. Verflucht, verflucht sei es auf alle Äonen. Hölle. Ja, der hat's auch sehr in sich. Ein Vers, den man, ach ja, da kann man sehr, sehr viel dazu sagen. Wir werden uns versuchen, das ein bisschen einzuschränken. Noch eine kleine Anmerkung: Ein Vers weiter oben, 40, erscheint der Satz, der berühmteste Satz vom Telema: Tu, was du willst, soll das ganze Gesetz sein. Also der komplette Vers ist dann Nuit 40. Wer uns Telemiten nennt, wird nichts Falsches tun, wenn er nur genau in das Wort schaut. Denn es gibt darin drei Grade: den Einsiedler, den Liebenden und den Menschen der Erde. Tu, was du willst, soll das ganze Gesetz sein. Interessant daran ist halt, das erste, also Vers 40 ist bei dem letzten Satz mehr ein Gebot. Es wäre gut, wenn du das tust. Und jetzt bei Vers 41 fängt es an mit: Das Wort der Sünde ist Beschränkung. Ach, das fällt mir jetzt gerade auf. Oben ist es der letzte Satz. Tu, was du willst. Und dann kommt bei Vers 41 der erste Satz: Das Wort der Sünde ist Beschränkung. Was natürlich ein Hinweis darauf ist, du sollst dich nicht beschränken, denn das ist eine Sünde. Ja, und genau den wollen wir eben in den Vordergrund stellen, diesen ersten Teil des Verses. Und ich finde eigentlich ganz gut als Einstieg den Kommentar von Crowley selbst dazu oder einen seiner Kommentare, nämlich den sogenannten neuen Kommentar. Der ist ein bisschen länger, aber wir wollen jetzt nicht den ganzen vorlesen, sondern den ersten Teil, der konkret auf eben das Wort Sünde und was das mit Beschränkung zu tun hat, eingeht. Kannst du das vielleicht kurz auf Deutsch vorlesen? Ja, so, der neue Kommentar, Crowley. Zitat: Der erste Absatz ist eine allgemeine Erklärung oder Definition von Sünde oder Fehler. Alles, was den Willen bindet, ihn behindert oder ablenkt, ist Sünde. Das heißt, Sünde ist die Erscheinung der Dyade. Sünde ist Unreinheit. Man kann nicht sagen, dass es Sünde war, dass sich das Nichts auf die Form der Zwei beschränkte. Das ist jetzt etwas, da geht es auf die Formel von 0 und 2, aber darauf werden wir uns mal später drauf einlassen. Zitat geht weiter. Im Gegenteil. Aber Sünde ist es, sich dem Vorgang der Rückkehr in das Nichts zu widersetzen. Der Lohn der Sünde ist der Tod, denn das Leben ist ein ständiger, harmonischer und natürlicher Wandel. Sünde ist mit der Wurzel Es verbunden, um zu sein. Dies wirft ein neues Licht auf die Passage. Sünde ist Beschränkung, das heißt, sie ist Sein im Gegensatz zu Werden. Der Grundgedanke des Falschen ist die statische im Gegensatz zur dynamischen Auffassung des Universums. Diese Erklärung steht nicht nur im Einklang mit der allgemeinen Lehre des Buches des Gesetzes, sie zeigt auch, wie tief der Autor sich selbst versteht.
Du hattest vorhin mal gesagt noch, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das wäre ein Bibelzitat. Was Ja, war der genau. Kontext? Den genauen Kontext, also die Bibelstelle kann ich jetzt nicht auswendig angeben, aber das ist ein relativ bekannter Spruch. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber vielleicht kann man dazu sagen, dass ein bisschen das biblische Verständnis von Sünde, wie man sich denken kann, üblicherweise anders aufgefasst wird. Zum Beispiel die Formulierung, dass Sünde gerade das Sein als etwas Statisches gegenüber dem Werden ist, was er, also was Crowley als das Bessere, die bessere Auffassung der Realität, empfiehlt. Da könnte man eigentlich aus biblischer oder so aus der Überlieferungssicht das genau umgekehrt formulieren. Da ist nämlich das Werden das, was begrenzt. Denn das Werden lässt uns eben nur immer den Moment erfahren, aber wir neigen dazu, den Moment dann abzuspalten von dem, was vorher war und was nachher kommt. Und auch nicht nur im zeitlichen Sinne, sondern eben auch im räumlichen. Erst durch das Werden, also durch die Zeitlichkeit, sind wir im Raum eben getrennt von den anderen Wesen. Dagegen die Ewigkeit oder das Ewige ist eigentlich sozusagen der harmonische Urzustand der Schöpfung, wo eben alles gleichzeitig und hier, alles im Hier und Jetzt gleichzeitig anwesend ist. Und dadurch würde eigentlich genau umgekehrt richtig sein zu sagen, das Werden ist die Beschränkung, denn das Werden beschränkt das Sein auf immer nur den einzelnen Moment, der gerade jetzt erlebt wird und zerreißt sozusagen die Verbindung zum Ewigen, zum alles Umfassenden, alles Durchdringenden. Aber trotzdem denke ich, dass das, was Crowley damit aussagen will, gar nicht ein wirklicher Widerspruch zu dem ist, was ich gerade jetzt geäußert habe, sondern er bezieht es eben auf dieses sich festklammern, obwohl wir im Werden sind, weil wir sind ja nun mal hier in der Welt, in der irdischen Wirklichkeit, immer in diesem Werdeprozess. Und wenn wir da anfangen, uns quasi festzuklammern an etwas, was wir gerne statisch haben würden, dann geben wir uns sozusagen einer Illusion hin und trennen uns dadurch selber ab von der Realität. Also da ist die Beschränkung insofern vorhanden, dass wir uns eben beschränken auf unsere eigene Illusion und nicht uns einfach dem tatsächlichen, lebendigen, wirklichen hingeben. Ja, und weil du gesagt hast, wegen Widerspruch, da fällt mir ein, ist es dann nicht auch eine Beschränkung, wenn ich mich beschränke? Das Du ist meinst, ein, ja. umgekehrt, du meinst, es ist eine Beschränkung, wenn du dir sagst, ich will mich nicht beschränken. Also, wenn du dir die Beschränkung verbietest, Nein, ich will sozusagen. mich beschränken, aber es wird mir sozusagen als Sünde unterstellt, wenn ich mich beschränke. Aber ich will mich ja beschränken. Also das ist ja auch ein Widerspruch, wo du dann nicht so schnell auflösen kannst. Ich denke, dass halt diese Beschränkung sich vor allem darauf bezieht, dass es halt um, ja, das Gegenwort wäre eigentlich Freiheit. Ne? Das schreibt ja auch Claudia in dem Kommentar auch mehrmals rein. Es geht ja letztendlich um die Freiheit des Menschen. Und was ist dann Freiheit? Ich würde es so definieren, Freiheit ist etwas, was man nie erreichen kann und etwas, was aber immer wieder erstrebenswert ist durch das Werden. Das Werden bedeutet ja eigentlich gehen. Und gehen tue ich ja dann da, wo ich noch nicht war oder wo ich mich noch nicht auskenne oder was ich noch nicht erobert habe. Und merke aber dann, wenn ich etwas erreicht habe, ich bin jetzt, ich habe jetzt, ach, gib mir zum Beispiel, weißt, wenn man ein Beispiel haben will auf die Schnelle. Ich bin jetzt Maurermeister, ne? Was mache ich danach? Jetzt habe ich das erreicht, bin einer der Besten auf der Welt, aber was habe ich, was kommt danach? Bleibe ich Maurermeister, dann wäre es die Beschränkung, wenn ich nur Maurermeister bleibe. Wenn ich jetzt aber sage, gut, ich mache jetzt eine Firma auf, ist ein bisschen weit weg vom Maurermeister, weil du musst dann alles Mögliche noch dazulernen, eventuell. Und dann fängt dir halt an, wieder die neue Freiheit zu kommen, indem du dann dich als Unternehmer tätigst und dann, was ist, wenn du Unternehmer bist? Bist erfolgreicher Unternehmer, was machst du dann? Und so ist es halt gemeint, dass es halt immer weitergeht, immer weitergeht. Ne? Klar, du kannst in einem Bereich bis zu deinem Tod drin bleiben und da drin dich einwühlen und studieren. Kabbala wäre zum Beispiel ein super Beispiel, wo Crowley auch gesagt hat, Kabbala kannst du ja bis an dein Lebensende studieren und du hast es immer noch nicht vollständig begriffen oder ja, vollständig begriffen. Aber ich denke, da geht es halt eher darum, dass du halt bestimmte Sachen wie Arbeit oder Einstellungen
in dir trägst, die dich letztendlich davon abhalten, etwas anderes zu tun. Nehmen wir mal gerade das Beispiel Kabbala. Kabbala ist laut nach Crowley ein System, womit man alle Dinge, die man kennt, auch Gedanken, wie gesagt, ne, also Nuit in dem Sinne, einordnen kann in den verschiedenen Bereichen vom Baum des Lebens. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen blauen Himmel siehst, dann tust du das dem Merkur zuordnen und Merkur ist dann irgendeiner Sephira zugeordnet. Und so hat er das für sich verstanden, dass halt alles, was um dich herum ist, kannst du halt sozusagen das einordnen. Und wenn du halt das machst, dann bist du wirklich ewig damit beschäftigt, dies zu tun. Also es ist nicht nur das bei der Kabbala bei ihm gewesen, sondern da geht es ja noch um andere Dinge. Aber das ist halt etwas, das ist eine Ewigkeitsaufgabe. Und das ist halt auch die Frage bei der Beschränkung. Wenn ich mich nicht beschränken will, dann ist es eigentlich die beste Frage, sich zu stellen, was ist meine Ewigkeitsaufgabe? Also wo muss ich dran arbeiten, dass es noch in 1000 Jahren vielleicht immer noch die Arbeit da ist, um daran zu arbeiten? Ja, also jetzt, wo du das Beispiel von der Kabbala, wie Crowley sie versteht, angeführt hast, kann ich ja mal so ein bisschen meine Ergänzung dazu noch geben, bevor wir dann wieder konkret auf den Vers eingehen. Ich würde eher sagen, die Kabbala, und für mich ist Kabbala nicht so sehr jetzt dieser Lebensbaum, das ist ein Aspekt davon, aber für mich ist Kabbala einfach diese Art der Herangehensweise an einerseits natürlich die Bibel, aber konkret auch die gesamte Schöpfung, dass man die Schöpfung liest, auch wie eine heilige Schrift. Also, dass die Heilige Schrift nicht reduziert ist auf diese konzentrierte Form, die wir als Bibel zum Beispiel vor uns haben, sondern dass eigentlich die ganze Schöpfung die Heilige Schrift ist, die sozusagen das Göttliche uns schenkt. Und nicht nur die Schöpfung im allgemeinen Sinne, also dass wir zum Beispiel irgendwie Naturwissenschaft betreiben und daraus geistige Botschaften ableiten, sondern auch ganz konkret unser jeweiliges Schicksal, was wir als Mensch in dieser Schöpfung erleben. Dieses Schicksal spricht zu uns und Kabbala mit den Geschichten, die da erzählt werden und den Metaphern und den Symbolen, die durch diese Geschichten uns vermittelt werden und näher gebracht werden, lernen wir eben diese Symbole und Metaphern auch überall um uns herum wahrzunehmen. Also nicht nur in gelesenen Geschichten oder Geschichten, die uns erzählt werden, sondern auch in den Geschichten, die wir erleben tatsächlich in unserem Alltag. Und diesen Alltag als eine Art Buch wahrzunehmen, was wir lesen, wo wir immer eine Seite umblättern mit jedem neuen Moment, den wir erleben, wieder einen weiteren, eine Fortsetzung unserer ganz individuellen Geschichte nicht nur erleben, sondern auch immer mehr verstehen, was uns diese Geschichte lehrt, was uns diese Geschichte mitteilen kann oder will. Das ist für mich eigentlich Kabbala im praktischen Sinne, also in der wirklichen Anwendung dieser ganzen theoretischen Sachen im praktischen Leben. Das nur kurz zum Thema Kabbala vielleicht. Und ich dachte, um einzudringen jetzt in diesen Vers oder in diese Stelle aus dem Vers, das Wort der Sünde ist Beschränkung, könnte man ja erstmal ganz naiv anfangen. Zum Beispiel, wenn man jetzt nicht die Kommentare von Crowley schon kennt, vielleicht auch gar nicht den ganzen Kontext von dem Lieber L kennt, dann würde ich wahrscheinlich als erstes es so verstehen, das Reden von Sünde, also jemand, der die ganze Zeit dieses und jenes als Sünde bezeichnet, das ist Beschränkung. Er beschränkt damit sich selbst oder auch die Leute, denen er seinen Willen aufzwingen will, weil er eben bestimmte Bereiche der Wirklichkeit versucht quasi zu verbieten, auszuschließen aus seiner Realität. Und dadurch begrenzt er sich aber selber, indem er eben bestimmte Sachen einfach nicht mehr zulässt. Teilweise vielleicht gar nicht mehr sehen will oder sehen kann, weil er einfach das verträgt sich einfach nicht mit seinem Weltbild. Und dann klammert er es aus und schließt er es aus aus seinem Leben, aus seinem Erleben. Das wäre so, sagen wir mal, die eher negative Auffassung davon. Man kann aber natürlich auch sagen, im konstruktiven Sinne, du hast ja eben auch angesprochen, es geht darum, wie hast du es genannt, sein Ewigkeitsziel zu verfolgen. Oder man könnte sagen, seinen wahren Willen eben erstens zu entdecken, zu erforschen und dann eben auch auszudrücken. Aber da gibt es eben auch viele Dinge in einem selber, die einen daran hindern, die einen sozusagen bremsen, wenn man diesen wahren Willen ausleben will. Und diese Dinge, die einen hindern, sind wiederum Sachen, die sollte man quasi als Sünde in diesem religiösen Sinne verstehen und sie versuchen zu vermeiden. Aber das ist dann für einen selbst. Das ist nicht das Wort der Sünde, was man dann führt, indem man anderen Leuten davon erzählt, dass sie jetzt auch auf das alles aufpassen müssen und es nicht tun sollen, sondern du kannst es immer nur für dich selber herausfinden. Dieses oder jenes ist für mich etwas, was mich absondert. Daher kommt ja ungefähr das Wort Sünde, im Deutschen zumindest, von Absonderung. Das sondert mich ab von dem, auf was ich mich wirklich konzentrieren will. Das lenkt mich ab, könnte man auch sagen. Und diese Sachen gilt es natürlich
zu vermeiden, auszumerzen. Das hatten wir im letzten Podcast ein bisschen ausführlicher behandelt mit dem Liber 3 Vel Jugorum und sowas. Dass es auch durchaus Sachen gibt, die soll man ausmerzen und versuchen zu vermeiden, um sich eben auf das Wesentliche, auf den wahren Willen konzentrieren zu können. Und in dem Sinne ist dieses Verständnis im religiösen Bereich von Sünde durchaus auch für Thelema anwendbar, nur wird es eben nicht anderen Menschen aufgezwungen. Und das ist dann der entscheidende Unterschied zu den typischen etablierten Religionen, weil da wird versucht, einen Sündenkatalog zu erstellen, der dann quasi allgemeingültig für alle gilt. Das sind aber wieder erstarrte Sachen. Das ist wieder nichts Dynamisches, sondern das ist was Festgeschriebenes, wie so ein wie eine Zwangsjacke, die den Leuten umgelegt wird. Hier in unserem Verständnis, im thelemischen Sinne, sind diese Beschränkungen im positiven Sinne, aber selbstgewählte und die sind auch nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, in diesem Moment jetzt kann es sein, dass ich eine bestimmte Tätigkeit oder eine bestimmte Denkweise vermeide, weil die mich ablenkt von dem, auf was ich mich gerade konzentrieren will. Aber morgen kann es schon wieder ganz anders sein. Da kann es vielleicht sogar eine Tätigkeit sein, die mir besondere Kraft gibt, um das zu erledigen, was dann ansteht am morgigen Tag. Also da ist wieder, man muss flexibel sein. Wer dann nicht mehr flexibel ist, der verfällt eben wieder in diese religiösen Muster, dass man sich eben, wie gesagt, irgendwelche Kataloge aufstellt, aufschreibt, die man dann ganz stumpf und wie so ein Roboter oder sowas versucht zu verfolgen. Aber das ist eben nicht das, was hiermit gemeint ist. Also das war jetzt erstmal so mein Verständnis, sagen wir mal, des oberflächlichen Lesens von diesem Vers. Aber ein bisschen tiefer, man könnte fast sagen, sozusagen sprachwissenschaftlicher, könnte man auch sagen, dass einfach das Wort der Sünde ist Beschränkung, dass dieses ist eigentlich bedeutet meint. Also das Wort der Sünde bedeutet Beschränkung. Oder anders ausgedrückt, Sünde in Anführungszeichen ist gleich Beschränkung in Anführungszeichen. Also Sünde ist einfach nur ein anderes Wort für das Wort Beschränkung. Und da sind wir wieder bei diesem Sünde von Absonderung, wenn wir vom Deutschen ausgehen. Eine Absonderung heißt ja auch immer, dass etwas von etwas getrennt wird oder umgekehrt, dass das eine sich absondert von dem anderen oder sich beschränkt auf sich selbst und das andere von sich weghält. Also es ist auch wieder eigentlich das Thema Spaltung. Da wird die Ganzheit der Schöpfung, der Möglichkeiten aufgespalten in verschiedene Bereiche, in vermeintlich gute, in vermeintlich böse oder nützlich und unnütz und so weiter. Und das wiederum ist eben die Zersplitterung der großen Einheit. Und wer die Einheit nicht erlebt, wie wir schon gelernt haben, der empfindet Leid, der empfindet Schmerz, weil der Mensch eigentlich sozusagen dazu berufen ist, diese Einheit mit dem Allen, mit dem Ganzen zu erleben und zu erfahren, immer wieder neu diese Einheit herzustellen. Und wer sich das sozusagen auch noch aktiv verweigert, der beschränkt sich selbst und wird entsprechend leiden. Ja, also ich wollte noch mal kurz zu dem eingehen, was du gesagt hast mit mit den Regeln und den Gesetzen, die von Menschenhand erschaffen wurden. Man muss ja auch eins bedenken: Diese Menschen, die das gemacht haben, die Gesetze erschaffen haben, sei es im spirituellen oder sei es jetzt im staatlichen Sinne, das sind ja Menschen, die haben ihre eigene Konditionierung, ihre eigene Prägungen, ihre eigene Ängste, ihre eigene Befürchtungen. Und das drücken die eigentlich ja auch aus in dem Gesetz. Sicher, sie haben vielleicht die Ethik noch im Kontext drin, dass sie sagen, okay, das ist gut, wenn alle Menschen sich dann so verhalten. Aber ich sehe dann halt immer für mich selber, wenn ich so Regeln oder Gesetze lese, denke ich mir dann immer, was sind das für Menschen, die Gesetze erschaffen, die für alle gelten, wo man aber genau weiß, in anderen Kulturen oder in anderen Religionen wird sowas komplett verpönt. Oder da lacht man darüber oder ist man beleidigt. Na, wie kann man eigentlich dann sagen, okay, das hier ist das idealste Gesetz, was letztendlich auch für alle gelten sollte? Also vor allem jetzt im spirituellen Bereich, im religiösen Sinne. Und ich mich dann schon frage, wenn zum Beispiel, wo war das wo die Bibel in Konstanz war das, glaube ich, gell? Wo die sich getroffen haben, der König, der Kaiser da von Konstantinopel und entschieden Ja. haben, was kommt rein, was kommt nicht rein, ne? Wo die Apokryphen zum Beispiel nicht mit reinkamen. Da habe ich mich halt auch gefragt, ja, was waren das für Menschen? Was hatten die tatsächlich im Sinn? Warum haben die Apokryphen abgelehnt? Na, weil in den Apokryphen steht doch nichts so Schlimmes drin. Ja gut, wenn man sie dann liest, dann weiß man, okay,
Na, da wollen sie vielleicht, dass man bestimmte Erfahrungen nicht macht oder dass vielleicht doch jeder einzelne Mensch ein Individuum ist und für sich selbst entscheiden kann, wie er leben will, wie das halt jetzt bei uns Telemiten eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Das finde ich, sollte man auch immer wieder mitbedenken. Und ich würde mal gerne mal auf dieses Oh Mann, weise dein Weib nicht zurück, mehr gerne darauf eingehen. Bei Crowley fast typisch, muss ich sagen. Ich habe ja seine Kommentare ja alle mal durchgelesen. Ist es so, dass er sich sehr gerne auf das Äußerliche halt auch bezieht, also auf die Sexualität, dass der Mann und die Frau, die machen zusammen Sex und dementsprechend sollte man sich dann auch verhalten. Ich lese das manchmal dann schon ein bisschen anders. Also nicht, dass ich das jetzt ablehne, was Crowley geschrieben hatte, und keineswegs. Das kann man tatsächlich so sehen. Aber wenn ich das jetzt auf das Liber Alve Leges beziehe, auf die drei Gottheiten, Nuit, Hatit und Raukuit, dann ist für mich halt der Mann das Geistige und das Weib ist halt das Materielle, also Hatit und Nuit, ne? Und das finde ich übrigens auch interessant für die Zuhörerinnen. Die Frau wird grundsätzlich immer der Materie zugeordnet und der Mann wird grundsätzlich dem Geist zugeordnet. Und dann heißt es immer, ja, die Frau ist halt böse. So ist ja für mich halt das mit dem Christentum entstanden, die Frau ist eine Sache und dementsprechend hat man sie zu behandeln. Woher kommt das eigentlich? Na, woher kommt das, dass die Frau dem Weib zugeordnet, der Materie zugeordnet ist? Weißt du das? Weil eigentlich kommt das ja, soviel ich weiß, eher aus der Gnosis. Also ich kenne diese Zuordnung zumindest aus dem jüdischen, aus der jüdischen Überlieferung auch ganz klar. Männliches Prinzip ist das geistige Prinzip, weibliches Prinzip ist das materielle Prinzip. Und das findet sich auch in ganz vielen anderen Sprachen. Also im Lateinischen, das Wort Materie wird ja von der Mutter abgeleitet, von Mater. Und ja, ich würde auch sagen, typischerweise sagt man zumindest auch im Deutschen Mutter Erde, aber eher spricht man halt vom Vater Gott, also vom Vater Geist, könnte man auch sagen. Und im Indischen habe ich zum Beispiel auch mal gehört, dass es dort ähnlich zugeordnet wird, dass auch da das Männliche, also im Altindischen, in Hindu-Traditionen und sowas, dass auch das Männliche mit dem Geist und das Weibliche mit der Materie assoziiert ist. Etwas konkreter, also, oder was heißt konkreter, abstrakter eigentlich sogar, das Gegenteil von konkret, könnte man auch sagen, männlich-weiblich heißt innerlich und äußerlich. Und da gibt es auch wieder ein schönes Wortspiel im Hebräischen, oder was heißt Wortspiel? Das ist wirklich eben die Formulierung, die wir auch schon mal im letzten oder vorletzten Teil dieser Serie hatten, wo der Mensch geschaffen wird als männlich und weiblich. Da steht im Hebräischen eben ein, also da stehen bestimmte Buchstaben, die wie so oft verschieden ausgesprochen werden können. Nämlich einmal als Secher Unikbo, das heißt dann männlich und weiblich. Es kann aber auch als Socher U Nekevo oder so. Ich weiß nicht genau, wie es dann vokalisiert wird, aber es wird jedenfalls dann anders vokalisiert und dann heißt es Erinnerung und Umhüllung oder Höhle, Umhüllung. Also auch da haben wir bei dem Männlichen die Erinnerung, also das Innerliche, Verinnerlichte, das Erinnerte und bei dem Weiblichen die Umhüllung oder Höhle, also das, was außen herum etwas umgibt, zum Beispiel auch wie etwas Schützendes, das ist ja nicht nur negativ. Das Äußere ist auch das, was schützt, was das Geheimnis im Inneren, das Männliche birgt und bewahrt. Also in dem Sinne kann man wirklich fast wortwörtlich männlich und weiblich von Hebräischen her auch übersetzen als innerlich und äußerlich. Und das kann man ja auch erklären durch die anatomische Form vom männlichen Körper und dem weiblichen Körper. Also gerade bei der Zusammenkunft im Geschlechtsakt ist eben das Männliche das Innerliche und das Weibliche ist das äußerlich um Gebende, was eben sich um das Menschliche herum wölbt oder es umfasst. Ja. Also denke ich mal, dass es wirklich von der Natur einfach inspiriert ist, diese Zuordnung. Ja, das ist auch, also das, die Frage, die hat sich dann, also die zielt ja auch auf die zweite Genesis ab, weil da wurde ja dann Eva erschaffen und Eva war ja die Böse, also die Frau, die ja letztendlich Adam dazu verführt hat, den Apfel zu essen. Und wenn man sich das so überlegt, das ist ja, da ist ja eigentlich der Dualismus entstanden. Meiner Ansicht nach. Da fing es eigentlich an, wo man sagt, okay, das Weib ist böse, weil die hat da Adam verführt und deswegen ist das Weib verflucht, was ja auch tatsächlich im Christentum ja auch so definiert wurde.
Und da sieht man aber, dass das dass irgendwie, ich will jetzt nicht irgendwie arrogant klingen, aber das ist einfach nur dumm, weil du kannst ohne Materie ja gar nicht existieren. Also ich meine es nicht ohne Frau, sondern tatsächlich ohne Materie nicht existieren. Wie will sich der Mensch eigentlich definieren, wenn er keine Materie um sich herum hat? Das ist ja, wie will man Krieg definieren, wenn es keinen Frieden gibt? Also das ist einfach unmöglich, etwas zu definieren, wenn nichts um mich herum ist oder wenn nichts da ist, ne? Und das ist halt etwas, wo ich halt immer als essentiell betrachte, dass man grundsätzlich immer diese Gegensätze miteinander verbinden muss, auf gut Deutsch gesagt, und nicht soll, sondern muss, weil sonst hast du keine Chance, irgendwie auch ins Gleichgewicht zu kommen. Das andere ist halt, dass halt diese Vereinigung dargestellt wird, Mann und Weib oder Mann und Frau. Weib ist besser, weil weiblich, feminin, meiner Ansicht nach besser ausdrückt, dass diese beiden eine Vereinigung darstellen. Das ist ja das, was auch im ersten Satz drin steht. Das Wort der Sünde ist Beschränkung. Das heißt, wenn ich mich nicht vereinige mit der Materie oder wenn der Geist sich nicht mit der Materie vereinigt und der Materie Leben einhaucht, Ja, sie befruchtet. sie befruchtet, dann ist es ja eine Ablehnung. Es ist ja auch so, das fand ich auch sehr spannend, wo Crowley hat es mal geschrieben, die Frau hat keine Seele. Und man kann das natürlich komplett falsch verstehen, ne? Wie, ich habe keine Seele, ne? Ich bin doch, ja bitte, also hallo, ne? Also natürlich, ich bin ja auch Frau und Mann, ich bin ja beides. Ne? Ich habe natürlich Materie, also der Körper, Aaron, die Gedanken und so, der Name, das ist alles für mich Materie. Und das, was sich bewegt in mir drinnen und um mich herum und so, das ist für mich Hadith. Und diese Bewegung kann ich nicht sehen, wenn ich nicht die Materie habe. Die brauche ich ja. Und Crowley hat es so geschrieben, dass halt das Jod, ich glaube, hatten wir beim letzten Podcast schon angesprochen, das Jod, also das ist der hebräische Buchstaben, der wird auch als Sperma gesehen, weil der vom Äußerlichen her halt wie so ein Sperma aussieht. Das Jod, das ist das, was halt in den Körper der Materie, in dem Falle die Frau, eindringt und die Aufgabe der Frau ist es dann, oder der Materie ist es dann, diesen Sperma wie soll man sagen, zum Gedeihen zu bringen, sodass es halt wächst. Und dann kommt dann die Geburt und die Geburt ist dann klar ein Kind zwischen Geist und der Materie, also eine belebte Materie, könnte man vielleicht so ausdrücken. So, oder wie siehst du das? Ja, also genau dieser Spruch, die Frau hat keine Seele, könnte man halt, wie du es gerade angedeutet hast, so verstehen, die Frau hat keine Seele, aber sie hat den Mann. Und der Mann hat keinen Körper, aber er hat die Frau, weil eben in jedem Menschen beides vorhanden ist. Der Mann ist eben sozusagen das seelisch-geistige und die Frau ist das Erscheinende, das Materielle, das Körperliche davon. Aber das führt sich auch nochmal mich jetzt zu dem zweiten Schöpfungsbericht, den du angesprochen hast. Du hast natürlich recht. Viele, sagen wir mal, kirchliche oder religiöse Traditionen berufen sich da irgendwie drauf, aber machen dann etwas total Haarsträubendes daraus. Dann machen sie wirklich die Frau als so eine Art minderwertiges Menschen, also Stück Mensch, wie als ob es eben nur aus so einem Stück vom Mann, die Rippe wird dann meistens übersetzt, rausgenommen wurde und deswegen eigentlich nur so ein kleiner Teil gegenüber dem Mann, der das Ganze bildet, ist. Aber wenn man sich die Stelle auf Hebräisch genau anguckt, ist erstens das Wort für Rippe doppeldeutig. Nämlich, es kann auch einfach als Seite übersetzt werden. Und dann hat man, der Mensch soll nicht allein sein. Man könnte allein auch mit diesem Bindestrich allein, er soll nicht allein in der Einheit sozusagen komplett in der Seligkeit sein, sondern er soll in die Zweiheit entzweigerissen werden, damit eben Dynamik anfängt, damit Erlebnis, Begegnung stattfinden kann. Und dann wird nicht nur ein Teil, nicht nur die Rippe von ihm genommen, sondern es wird die eine ganze Seite von ihm genommen, nämlich eben, was dann später das Äußerliche wird, die äußerliche Erscheinung. Das wird von ihm genommen und ihm gegenübergestellt. Und zwar, da steht auch noch das Wort, als ihm, als Hilfe ihm gegenüber. Also hebräisch Ezer Kenegdo. Und dieses Ezer Kenegdo hat vom Zahlenwert genau 360, was ja auch die Anzahl der Grade eines geometrischen Kreises ist. Also da wird dann manchmal so gedeutet, deutet sich an, dass erst die Zusammenkunft von männlich und weiblich den vollständigen Kreis sozusagen bilden. Da ist dann wieder die Einheit erreicht, aber jeder für sich genommen, entweder nur Mann oder nur Weib, sind quasi nur so ein halber Kreis, also etwas, ja, Unvollständiges und erst die Zusammenkunft ist eben das Ganze. Und es gibt dann auch die Formulierung,
Deswegen, weil also die beiden ursprünglich eins sind oder waren, aber auseinandergerissen wurden, damit sie sich begegnen können, deswegen strebt auch der Mann danach, sich mit der Frau zu vereinigen. Also deswegen ist ihm dieser Trieb sozusagen eingepflanzt, schon biologisch, aber natürlich auch im übertragenen geistigen Sinne, dass er sich mit der Materie oder eben konkret mit der Frau vereinigt und die beiden, so steht es dann weiter, sollen ein Fleisch werden. Natürlich kann man das jetzt ganz äußerlich verstehen. Im Geschlechtsakt werden sie quasi ein Fleisch, weil sie wirklich ganz eng zusammen sind, wie so ein großer Fleischklumpen. Aber das Wort für Fleisch im Hebräischen ist wie so oft natürlich wieder mehrdeutig. Und zwar kann man dieses Wort Basar auch als, es wird dann meistens noch mit einer weiblichen Endung versehen, aber das ist eigentlich nur eine äußere Endung, das ist nicht so das Wesentliche betreffend. Besura wird genau gleich mit den gleichen Konsonanten geschrieben und das heißt Botschaft. Also man könnte Fleisch auch als Botschaft übersetzen, immer wenn es im Hebräischen steht. Das heißt, sie sollen eine Botschaft werden. Also durch die Vereinigung entsteht eben erst die eine Botschaft, die sie halt durch ihre Begegnung darstellen oder repräsentieren. Und natürlich könnte man jetzt noch weiter sagen, dann ist das Kind, was aus dieser Befruchtung entsteht, halt die Manifestation tatsächlich dieser Botschaft. Und das auch alles natürlich wieder immer mal wieder anzumerken dazu, nicht nur jetzt im physischen Sinne auf Mann und Weib und dann ein Kind, was geboren wird, beziehen, sondern wie der Aaron schon gesagt hat, der Mann ist auch einfach Hadid, die Frau ist Nuit, also der Wille und die Möglichkeiten, die beiden müssen zusammenkommen, denn daraus entsteht eben das Tatsächliche, das wahrhaftig Erlebbare und Erlebte. Und darum geht es. Das ist die Botschaft, die manifestiert werden soll. Genau. Und das nennt man eigentlich Liebe. Das ist halt, Liebe ist meiner Ansicht nach ein extrem schwerer Begriff, für mich zumindest. Definiere Liebe. Das ist so ähnlich wie definiere Freiheit. Hier steht ja, dass die Getrennten vereinen kann außer der Liebe. Es gibt kein anderes Band, das die Getrennten vereinen kann außer der Liebe. Und Liebe ist nach Crowley Veränderung. Und Veränderung kann eigentlich nur stattfinden, indem, wie jetzt du jetzt auch schon nochmal dargelegt hast, indem man sich vereint. Also der Geist vereint sich mit der Materie, weil wenn er das tut, dann verändert sich der Geist. Das heißt, der Geist ist mehr geworden als das, was er vorher war. Vorher hat er zum Beispiel sich mit 10 Möglichkeiten vereinigt und jetzt vereinigt er sich mit der 11. Möglichkeit, was ich jetzt als Materie auch mal definiere. Und damit ist der Geist halt mehr geworden. Durch das, was er gemacht hat, durch diese Vereinigung mit dieser Materie, hat er halt auch Erfahrung gesammelt. Und Erfahrung ist halt etwas, was wir alle Menschen brauchen, um überhaupt zu überleben. Ne? Wenn wir nicht wissen, dass Feuer heiß ist und wir gehen da einfach rein, dann sind wir vielleicht schnell tot. Nur als ein dummes Beispiel, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Erfahrung ist halt etwas sehr Essentielles. Aber jede Erfahrung, die wir halt machen, ist grundsätzlich eine Veränderung. Dahingehend, dass wir zumindest sagen können, okay, diese Erfahrung will ich nicht mehr machen. Was natürlich voraussetzen sollte bei einer Erfahrung, ist halt auch daraus zu lernen, dass ich halt sage, okay, diese Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, die war mir so weit nützlich, dass ich sagen kann, das und das habe ich daraus gelernt und deswegen habe ich mein Leben verbessert. Ja, verbessert oder ich bin mächtiger geworden, stärker geworden, was hier eigentlich auch logisch ist. Und das ist für mich halt dann die Liebe in dem Sinne, wenn ich mich vereinige mit irgendwelchen Möglichkeiten, dann bin ich halt in dieser Veränderung drin und dadurch wachse ich, dadurch werde ich stärker, dadurch entwickle ich mich, dadurch kann ich mich besser definieren. Und es ist natürlich auch wieder ein Akt des Sexualaktes, das, was hier auch schwer im Mittelpunkt bei Crowley er steht und im OTO, ich glaube ab dem 9. Grad, das weißt ja du besser, aber ab dem 9. Grad, glaube ich, geht es dann los mit den Geheimnissen des Sexuallebens, dass halt gerade jeder, bitte? Ist, glaube ich, ab dem 8. glaube ich, Oder ab oder? dem 8. Grad. Dann ist es so, dass halt alles, was wir halt miteinander vereinigen, als ein Sexualakt betrachten kann. Also so sehe ich das halt auch immer wieder. Ja, also für mich ist das, ja, das ist, wenn ich eine Zigarette mit dem Feuer anzünde, kann man das tatsächlich als ein Sexualakt betrachten, weil das eine Vereinigung ist. Sehr, 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 sehr grob dargestellt, aber es ist halt tatsächlich eine Vereinigung. Ja.
Ich denke auch, dass es gerade darum geht, diesen Sexualakt als tatsächlichen physischen Akt eben mit Heiligkeit zu assoziieren und eben nicht als sowas rein Animalisches, was sozusagen nur irgendwie der Fortpflanzung dient, in so einem ganz, wie sagt man, nutzenorientierten Sinne, sondern dass da eben die tiefste Symbolik, die eben möglich ist, sich ausdrückt, also physisch manifestiert ausdrückt wirklich. Eben die tiefste Symbolik von der Vereinigung von, im Christentum würde man sagen, Himmel und Erde oder Gott und Mensch, Gott und Menschheit oder eben von Nuit und Hadith oder umgekehrt Hadith als das Geistige und Nuit das Materielle. Und da dachte ich, vielleicht könnten wir doch auch nochmal ein weiteres aus dem Kommentar von Crowley vorlesen, wo er nämlich auch das betont. Auf seine provokante Art natürlich ein bisschen, aber wenn du es gerade vorliegen hast. Jo, und zwar schreibt er, es soll kein Eigentum am menschlichen Fleisch geben. Der Geschlechtstrieb ist eine der am tiefsten verwurzelten Willensäußerungen und er darf nicht eingeschränkt werden, weder negativ, indem man seine freie Funktion verhindert, noch positiv, indem man auf seiner falschen Funktion beharrt. Was ist brutaler, als das natürliche Wachstum zu hemmen oder es zu deformieren? Was ist absurder, als zu streben, diesen heiligen Trieb als einen groben tierischen Akt zu interpretieren, ihn von der geistigen Begeisterung zu trennen, ohne die er so dumm ist, dass er nicht einmal für die Betroffenen befriedigend ist? Dann schreibt er noch, der Geschlechtsakt ist ein Sakrament des Willens. Ihn zu entweihen ist das große Vergehen. Jede wahre Äußerung ist rechtmäßig. Jede Unterdrückung oder Entstellung verstößt gegen das Gesetz der Freiheit. Rechtlicher oder finanzieller Zwang, um Enthaltsamkeit oder Unterwerfung zu erzwingen, ist völlig abscheulich, unnatürlich und absurd. Und so weiter. Also er schreibt da einiges dazu, was auch interessant ist. Für die, die meinen, Crowley sei so ein Frauenhasser. Also wir hatten das jetzt gerade vorhin ja schon das ein bisschen dargelegt, was die Frau auch ist, also die Materie und wie das zu verstehen ist oder wie man das verstehen kann, ist, dass halt in den Kommentaren bei ihm sehr viel Positives über die Frau geschrieben wird. Und dass er zum Beispiel die Kommentare hat er in den 20er Jahren geschrieben, 1920er Jahre. Und da war ja die Frauenbewegung, fing ja langsam an, aktiv zu werden. Wir erinnern uns, glaube nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland und soviel ich weiß, Österreich gab es ja dann das Frauenwahlrecht. Und wir müssen mal eins bedenken. In der Schweiz war das, glaube ich, entweder war es bis 1996 oder bis 1998 in einem Kanton, ich weiß nicht mehr, welcher Kanton das war, hatten die Frauen noch nicht wählen dürfen. Nee, da wurde das vor Gericht entschieden, dass die Frauen wählen dürfen. Das muss man sich ja mal überlegen, ne? Das war ja Ende der 20. Jahrhundert. Und wir reden dann, wir sind irgendwie so zivilisiert und so fortschrittlich, wenn man mitbekommt, dass gerade die Schweiz, die neutrale Schweiz, ne, die Demokratie in par excellence tatsächlich einen Kanton gegeben hatte, wo die Frau erst durch Gerichtsentscheidung letztendlich wählen durfte. Kann man überall nachlesen. Und Crowley hatte sehr viel über die Frau dahingehend geschrieben, dass sie unterdrückt wird und dass sie als Sklavin gehalten wird und dass sie selbstverständlich das Recht dazu hat, sich frei zu bewegen, natürlich halt auch in der Sexualität, aber genauso halt auch in ihrem Beruf oder generell in der Heirat. Und er hat es sehr, sehr stark verdammt, wie die Ehe damals zumindest in England abgelaufen ist, indem der Mann so getan hatte, als würde er seine Frau lieben, aber letztendlich hat sie ja nur das getan, was er wollte, und er ist dann halt nebenbei noch mit anderen Frauen ins Bett gestiegen. Und Ja, das ist so. er betont, glaube ich, auch sogar in diesem Kommentar nochmal, dass natürlich es auch im wahren Willen der Frau liegen kann, eine Hausfrau zu sein. Da benutzt er übrigens im Englischen sogar das deutsche Wort Hausfrau, warum auch immer. Und ja, dass es eben einfach nur darum geht, alle Möglichkeiten offen zu lassen. Aber das heißt nicht, dass jetzt das alte, traditionelle Frauenbild von ihm komplett verworfen wird, nur eben es wird verworfen, das als Zwang allen aufzunötigen. Genau. Und du hast mir mal erzählt, dass er auch ein ganz drastischer Abtreibungsgegner war. Kannst du da vielleicht noch was zu sagen? Das habe ich jetzt noch nicht selber gelesen, die Stellen, aber dass es der wahre Wille der Frau ist, auch zu gebären, wenn sie befruchtet wird und dass es deswegen ein
Verbrechen gegen den wahren Willen ist, ein Kind abzutreiben oder so ähnlich. Vielleicht kriegst du es besser zusammen. Jau, das hatte ich damals in die Gruppe mal reingepostet. Da ist, muss ich jetzt versuchen, das noch zusammenzukriegen. Also das eine, das weiß ich auf jeden Fall noch, der wahre Wille der Frau ist zu gebären, nach seiner Ansicht nach. Und das andere war halt, dass er mal geschrieben hatte, das Verbrechen des Schwangerschaftsabbruchs wird nur noch in den seltensten Fällen ein Motiv haben. Und damit ist halt genau das gemeint, was ich gerade vorhin erwähnt habe, dass halt die Frau selbstverständlich absolut die gleiche Rechte hat wie der Mann, ne? Und in der Richtung halt dann sie selber zu entscheiden hat, ob sie das Kind haben will oder nicht. Aber letztendlich ist es ihre Entscheidung, das Kind zu haben, weil das auch letztendlich ihr wahrer Wille nach seiner Ansicht nach ist. Und das wird jetzt einige Feministen oder Feministinnen und emanzipierte Frauen und Friday for Future und was weiß ich, wer das alles ist. dagegen rebellieren, aber man sollte halt immer noch eins mitbedenken, dass halt einerseits die Frau selbstverständlich dafür geboren wurde, um zu gebären. Ich will das jetzt keinem Menschen unterstellen, dass er die Pflicht oder keiner Frau unterstellen, dass sie die Pflicht hat, dass sie letztendlich ein Kind gebären soll oder muss. Auf gar keinen Fall. Ne? Nur ist es halt so, wenn man sich so überlegt, die eigentliche Aufgabe des Mannes ist, sein Sperma nach weiterzubringen und die Frau das zu empfangen und letztendlich ein Kind zu gebären, würden wir das nicht tun, alle oder die meisten, dann wird es uns bald nicht mehr geben. Ist ja logisch. Ne? Ist klar, es gibt Menschen, die sich selber oder alle Menschen hassen und sich das natürlich wünschen oder meinen, die Kinder sind Klimakiller und solche Dinge. Aber gut, wie gesagt, das kann jeder halt für sich selber halt betrachten. Der Richtung. Frau ist eh ein spannendes Thema, weil dadurch stößt man ja grundsätzlich auf Beschränkung. Na, wenn man da irgendwas dazu sagt, in der heutigen Zeit ja sowieso, dann ist es ein bisschen gefährlich. Wobei ich muss das auch noch mal ganz kurz erwähnen. Ich finde das sehr gut, dass die Frau sich einsetzt und immer stärker und immer mehr sich zu Wort meldet. Und zu zeigen, hallo, ich bin auch hier, ich habe auch meine Rechte und ich möchte genauso viel Geld verdienen wie jetzt hier der Mann und dieses und jenes auch haben. Ich möchte auch in einer Führungsposition sein. Da habe ich natürlich null Probleme damit. Für mich ist halt nur die Frage der Kompetenz. Ne? Also ist die Frau kompetent genug oder ist der Mann kompetent genug, dass er halt eine höhere Position bekommt? Oder ist es einfach nur, weil jetzt die Frauenquote erfüllt werden muss, wo dann, ja, wir haben ja unsere Außenministerin, ich meine, ja, dann Wir wollen zeigt mir nicht das darüber. einfach nur die Frauenquote. Aber wir wollen jetzt nicht ins Politische einsteigen. Ne? Genau, zumindest nicht ins Tagespolitische, so ähnlich wie in der Freimaurerloge, da wird nicht über Religion und nicht über Politik gestritten. Damit ist aber vor allem gemeint, nicht über Parteipolitik, nicht über Tagespolitik und nicht über konfessionelle Religion, nicht über die Dogmen irgendwelcher Glaubenssätze. Was aber natürlich diskutiert wird, oder besser gesagt, worüber Austausch stattfindet, ist die Politik im größeren Sinne und Religion im umfassenden Sinne. Und das machen wir hier in diesem Podcast natürlich auch. Wir wollen jetzt zwar keine Tagespolitik bewerten, aber wir wollen schon die Tendenzen in der Gesellschaft hier und da mal mit einfließen lassen. Und gerade zu dem, was du gesagt hast, mit die Frauen kommen mehr zu Wort, fällt mir noch was ein, dass auch gerade aus diesem christlichen, aus dieser christlichen Prägung unserer Gesellschaft es sicherlich hervorgegangen ist, dass Frauen so eine Art untergeordnete Rolle zugeschrieben bekommen, aufgezwungen bekommen. Das ist auch schon im Jüdischen verbreitet. Da gibt es so in der Überlieferung zum Beispiel den Satz, die Stimme der Frau ist Unzucht. Aber da ins Detail will ich jetzt nicht eingehen, aber in den Paulusbriefen des Neuen Testaments, also bei den Christen, wird das gewissermaßen aufgegriffen, nicht wortwörtlich, aber da sagt Paulus sowas wie, die Frau soll in der Gemeinde schweigen. Aber das wird natürlich von so Leuten wie Friedrich Weinreb oder eben Leuten, die tiefer an diese Symbolik der Bibel rangehen, auch wieder im geistigen Sinne verstanden. Da ist dann nicht die physische Frau gemeint, sondern das Weibliche im Sinne von das, was im Menschen auf das Materielle ausgerichtet ist. Das soll schweigen, sondern es soll das Männliche, das Innerliche sprechen. Aber das widerspricht ja nicht der Tatsache, dass auch physische Frauen sich äußern dürfen und sollen, denn sie sollen eben auch ihr Inneres zum Ausdruck bringen und ihr Inneres nach außen tragen und zu Wort kommen mit diesem, was in sich als ihr Tieferes sozusagen enthalten ist. Und vielleicht ist da der Bogen zu spannen zu dieser heutigen Entwicklung in der Gesellschaft, die natürlich sehr, sagen wir mal, materialistisch
dieses Thema männlich-weiblich aufgreift, aber vielleicht drückt sich da trotzdem unbewusst oder unterbewusst ein richtiger Impuls aus. Also ich denke jetzt an diese ganze Transgender und jeder Mensch hat mehrere Geschlechter und was es da alles für Thesen gibt. Wenn man das im geistigen Sinne betrachtet, dann kann man das ja total unterschreiben. Ja, der Mensch ist männlich und weiblich in einem. Und je mehr das sozusagen auch in der Gesellschaft tatsächlich verstanden und akzeptiert wird, desto weniger wird auch diese äußerliche Spaltung in Männer und Frauen und was Männer für Rollen einnehmen und was Frauen für Rollen einnehmen überhaupt, ja, zur Diskussion stehen, weil dann ist sowieso klar, jeder Mensch und, also jeder Mann und jede Frau sind eben ein Stern, etwas Gleichwertiges. Jeder Stern hat das innere Feuer und aber auch die äußere Erscheinung, die dann strahlt in die Welt, das Männliche und das Weibliche. Und in diesem Sinne könnten wir die Hoffnung hegen, zumindest, dass auch diese Transgender-Debatten und dergleichen auf lange Sicht irgendwie was Positives mit sich bringen. Also nicht nur jetzt im Sinne positiv, dass natürlich die Leute, die betroffen sind von solchen komplizierten inneren Gefühlslagen und sowas, dass es denen leichter gemacht wird, das ist natürlich auch ein schöner Nebeneffekt. Aber der noch viel wichtigere Effekt aus meiner Sicht wäre eben, dass diese Thematik, dass männlich und weiblich in jedem Menschen vorhanden ist, auch in einem geistigen Sinne mehr und mehr begriffen wird. Und dass eben es nicht was Negatives ist, wenn man sagt, das Männliche soll über das Weibliche herrschen, weil darüber immer das Männliche in einem selbst, über das Weibliche in einem selbst oder an einem selbst gemeint ist und nicht etwa ein Mensch soll über den anderen herrschen. Denn da sind wir ja wieder bei dem Tu, was du willst, sei das Ganze des Gesetzes, was nicht nur für mich gilt, sondern auch für die Frau, der ich gegenübertrete. Genau, das, was du sagst, das ist ja auch wieder ein schönes Beispiel mit dem, was wir als Thema haben, mit der Beschränkung, dass halt die Menschen, die sich vehement sich dagegen wehren, ich sage immer die Konservativen, die halt auf Tradition bestehen, das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben, das sind halt die Leute, die sich halt zu stark beschränken, die halt in diesem Sein, in diesem statischen Weltbild leben und halt dieses Werden nicht zulassen. Und wie sagte das Hamlet, ne? Sein oder nicht sein, darauf antwortete Hegel, werden. Ne? Und genau das ist der Ausdruck, genau das drückt es halt auch aus, zu gehen. Einfach diese Aversion, die man erlebt, und die erlebe ich ja auch. Ich bin da keine Ausnahme, ich bin ja nicht einer mit offenen Armen. Im Gegenteil, ich kann da manchmal ganz schön grantig werden, wenn ich mir so Sachen durchlese, weil ich dann wieder davon ausgehe, ich habe die vollständige Wahrheit, ich weiß über alles Bescheid, aber damit beschränke ich mich wieder, weil ich dann ein Fanatiker werde, ne? So ein Fundamentalist und so, ja. Wird es mit Sicherheit in Zukunft auch noch geben, die thelemischen Fundamentalisten dann, die davon überzeugt sind, dass was ich sage und das, was ich verstanden habe mit diesem Tu, was du willst, das kann nur so und so verstanden werden. Nein, eben nicht. Das muss jeder Mensch für sich selber entscheiden. Man kann letztendlich ja nur Empfehlungen ausgeben, rausgeben und sagen, vielleicht kannst du ja mal da hingucken und wenn nicht, ja, dann ist doch, ist das seine, sind ja seine Konsequenzen. Er darf halt nur mich nicht anpissen. Das ist alles. Aber was ich sagen will, ist halt das, was wir gerade in der heutigen Zeit erleben. Ganz klare Geschichte. Das sind die Folgen des Patriarchzeitalters, in dem der Mann halt ständig die Frau unterdrückt hat. Und jetzt bricht das Ganze halt hervor. Und jetzt wird das Ganze so dermaßen übertrieben, was ich nachvollziehen kann. Das ist wie so eine Flut, ne? Die ganze Zeit wurde das Wasser zurückgehalten am Staudamm. Der Staudamm bricht. Also das Patriarchzeitalter bricht und auf einmal schwappt so richtig die ganzen Emotionen raus. Und dann wird erstmal alles komplett zerstört, was im Tal halt so fleucht und kreucht. Ne? Und das ist nachvollziehbar, absolut nachvollziehbar. Aber, wie gesagt, auch für mich sehr schwierig manchmal, eine gewisse Gelassenheit rüberzubringen oder zu sein, ne? Um das Ganze halt auch ja, zu akzeptieren, was auch wiederum Liebe ist. Man sollte halt auch bedenken, Liebe ist der Frau zugeordnet. Das sagt ja auch Nuit, denn ich bin Liebe. Und das ist ja gerade diese Materie. Warum? Weil die Frau, der Mann verändert ja nichts. Der Mann gibt ja nur den Sperma ab an die Frau. Aber die Frau ist es, die das verändert, diesen Sperma. Sie ist es, die das gebärt. Sie braucht den Mann dazu nicht mehr. Sie hat den Sperma bekommen, aber den Rest kann sie vollkommen alleine erledigen. Sie kann selber arbeiten, sie kann selber essen, sie kann selber trinken. Alles kann sie selber machen, sie kann alleine gebären. Auch dazu braucht sie keinen Mann. Ne? Und das muss man halt auch mitbedenken, was für eine
Wahnsinnsaufgabe die Frau im Endeffekt hat. Eigentlich eine größere wie der Mann, ne? Wobei der Mann bringt die Idee, also der Geist bringt die Idee oder ja, die Energie. Wie soll man das eigentlich ausdrücken? Was bringt eigentlich der Geist in die Materie rein? Sein Tja. Leben. Hadith sagt ja selber, ich bin Leben und Lebensgeber. Lebensgeber ist ja eigentlich genau das, dass man halt in die Materie das Leben reinbringt und aus diesem halt dieses Leben wächst oder die Materie wächst durch dieses Leben und dadurch entsteht neues Leben. In gewissem Sinne ist die Frau, was diesen Prozess der Zeugung oder im weiteren Sinne der Schöpfung angeht, tatsächlich dem Mann überlegen. Auf den ersten Blick könnte man sagen, sie sind gleichwertig. Beide haben halt eine Rolle und beide müssen zusammenkommen. Der Mann gibt eben den Samen, die Frau empfängt den Samen und bringt ihn zur Reife in sich. Aber dann kommt eben noch der Durchbruch des Kindes und das ist wieder, dass die Frau etwas gibt, nämlich das Kind gibt sie dann sozusagen frei, entlässt es in die Welt. Also während der Mann nur das Geben hat, und da hast du ja gerade schon gesagt, die Frau entspricht sozusagen Agape, also der Liebe, und der Mann Telema, dem Willen. Also diese Zweiseitigkeit der 93, weil es ist ja die 93, also eigentlich ist es eine Einheit, aber als Menschheit oder im Menschheitlichen ist es eben in männlich-weiblich gespalten. Um eben diese Begegnung, dieses Erlebnis der Begegnung überhaupt erfahrbar zu machen. Und da hat eben der Mann als der mit dem Willen Ausgestattete die Rolle des Gebenden, die Frau zunächst die Rolle der Empfangenden, als die Liebe, die es einfach aufnimmt. Aber gleichzeitig enthält die Liebe ja nicht nur Empfangen, sondern auch wiederum Geben. Sie gibt dann nämlich eben auch die Frucht aus dieser Begegnung der Welt. Sie schenkt der Welt das Kind. Und weil du eben noch das Wort Gelassenheit so schön eingebracht hast, ich finde, das hat doch auch was mit Restriction, also mit der Beschränkung zu tun. Wenn man gelassen ist, dann lässt man es einfach. Dann will man eben nicht begrenzen, sondern lässt es einfach auf sich zukommen oder man lässt sich einfach mal tun, was, wie es eben gerade einfach sich ergibt. Also auch Gelassenheit ist für mich quasi das Gegenteil von Beschränkung in gewissem Sinne. Da sehe ich gerade noch einen Kommentar von Crowley. Die Einmischung in den Willen eines anderen ist die große Sünde, denn sie setzt die Existenz eines anderen voraus. In dieser Dualität besteht der Kummer. Ich denke, dass dem Willen möglicherweise noch eine höhere Bedeutung zugeschrieben wird. Das ist halt das, was ich auch so immer wieder essentiell finde, dass halt gerade ich habe nicht das Recht, in den Willen eines anderen reinzureden. Oder zu handeln, ne, sodass er seinen Willen nicht ausführen kann. Also wir gehen jetzt nicht in den spirituellen Bereich, wahrer Wille und so, sondern einfach mal nur so. Ne, der Mensch, der gegenüber von mir sitzt, der hat das vollkommene Recht, sein Bier so zu trinken, wie er das will. Was will ich da zu ihm sagen? Hey, heb das Bier vielleicht besser so, weil sonst kann ja sein, du verschüttest dich. Wir erinnern uns an den ersten Teil, was wir gerade vorhin besprochen haben, mit wie gehe ich mit einem anderen Menschen eigentlich tatsächlich um, ne? Will ich ihn belehren oder will ich ihm was Schlechtes antun oder will ich es vielleicht gut meinen? Und wie Goethe sagte, man erschafft dann trotzdem das Böse. Es ist halt einfach nicht das Recht, über den Willen eines anderen zu entscheiden, weil damit beschränkst einerseits natürlich du den anderen. Also du versuchst ihn zu beschränken und andererseits aber beschränkst du dich, weil du dann den Willen des anderen, die Vielfalt der Natur nicht akzeptierst und nicht siehst, dass er ein wertvoller Mensch ist. Hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ist tatsächlich so. Er ist ein wertvoller Mensch mit unfassbar vielen Erfahrungen, Leben, Einzigartigkeit, die einfach zu respektieren gilt. Na, wie gesagt, wir hatten das beim Liborz gehabt mit dem Recht des Töten. Das können wir vielleicht auch mal thematisieren. Werden wir mit Sicherheit mal thematisieren bei dem Podcast hier. Aber das halt nur dann, wenn du angegriffen wirst, dass du halt das Recht hast, natürlich dich zu verteidigen und zur Not halt dann auch letztendlich zu töten, selbstverständlich. Ja, hast du noch Ja, was? ich denke auch, das war jetzt ein ganz guter Schlusspunkt. Die Zeit ist auch so im Rahmen der letzten Sendungen. Von daher würde ich sagen, verabschieden wir uns. Und vielleicht noch kurz, weil wir jetzt keine Kommentare dieses Mal angesprochen hatten am Anfang. Es gab einen Hinweis oder eine Frage zu einem bestimmten Begriff im englischen Original, Abomination of Desolation.
Da haben wir kurz drüber gesprochen im Vorgespräch, aber uns dann entschieden, da jetzt nicht näher drauf einzugehen, weil wir beide da jetzt nichts wirklich Substanzielles so spontan zu sagen könnten. Mir fällt nur ein oder auf, dass es das natürlich auch wieder ein Bezug zur Bibel ist, aber ich könnte da jetzt nicht viel mehr zu sagen. Deswegen haben wir das jetzt erstmal aufgeschoben. Wir haben es nicht vergessen. Wenn uns mal eine Inspiration kommt, gehen wir da sicher noch drauf ein. Wobei ich da jetzt wo du es gerade sagst, ich mir es gerade was eingefallen ist, als übersetzt heißt es ja Gräueln der Verwüstung oder wie es im Deutschen übersetzt wird oder in den meisten Liber Alvelegis Bücher Gräueln der Trostlosigkeit. Es gibt ja einen Vers von Hadid, ich hasse den Tröster und den Getrösteten. Sie sind nicht von mir und so weiter und so fort. Wenn man sich das mal vorstellt, man geht durch eine Welt der Trostlosigkeit. Also du wirst nicht getröstet, in keinster Form. Du kannst dich auch nicht mehr trösten. Was für eine Welt wäre das eigentlich? Ne? Also du kannst nicht sagen, ach, da ist das, das tröstet mich jetzt, ich bin doch nicht ganz so allein auf dieser Welt, sondern was bedeutet das tatsächlich, wenn du wirklich in einer trostlosen Welt, wortwörtlich Trost, also ohne Trost, in einer Welt lebst? Das könnte man vielleicht so als ein Gedankenspiel machen, dass man sagen kann, okay, man kann sich ja das mal überlegen, was bedeutet das tatsächlich, ne? Und dann merkt man schon, oh, ich lasse mich eigentlich von vielem trösten in Augenblicken, ne? Also das tröstet mich und das tröstet mich und man kriegt dann mit, okay, ich bin dann vielleicht doch noch sehr stark abhängig von der Trauer. Und ja, das wollte ich noch dazu sagen. Ja, es hat uns gefreut, wieder mal euch unsere Botschaft rüberzubringen. Mich hat es natürlich wieder gefreut, mit Janusz mich zu unterhalten. Und wie wir vorhin schon festgestellt haben, es ist halt für uns halt immer wieder auch erkenntnisreich und in dem Sinne, wie wir immer wieder bemerken, wenn wir bestimmte Themen haben, wie das mit anderen Versen verbunden ist. Und ja, Ja, wir freuen uns schon auf die nächste Folge. das ist auch wirklich der Punkt. Diese Folgen bauen ja dann doch irgendwie aufeinander auf. Wir werden uns oft dann wieder zurückbeziehen auf etwas, was wir schon mal behandelt haben. Oder wir werden schon mal hier einzelne Verse jetzt ansprechen, die wir zwar noch nicht behandelt haben, aber wo wahrscheinlich irgendwann mal eine ganze Sendung zukommt. Das ist eben gerade das Entscheidende. Wir gehen ja auch bewusst nicht vom ersten Vers im ersten Kapitel angefangen vor und dann alle eins nach dem anderen durchgehen, sondern eher so, wie sich die Zufälle ergeben, wie unser Wille es sozusagen gestaltet einfach. Und dann baut sich so mit der Zeit nach und nach quasi wie von selbst das Gesamtgebäude, hoffentlich. Und da sind wir beide, denke ich, gespannt, worauf es noch alles hinauslaufen wird. In diesem Sinne verabschieden wir uns und ich wünsche wie immer allen da draußen Shalom, Shalom Aleichem. Liebe ist das Gesetz, Liebe unter Willen.